So, aber jetzt genug mit der Einleitung. Starten wir gleich zur ersten Frage. Kannst du die erste Frage vielleicht nochmal einblenden, Philipp? Super, perfekt. So, die nächste Publikumsfrage wäre, ich habe Probleme mit dem FIFO-Verfahren bei der Vorratsbewertung. Wie sieht das Ganze aus? Ja, vielen Dank, Philipp. Ja, das ist jetzt grundsätzlich ein Thema, wo ja, Sie, lieber Zuschauer, der oder die Frage gestellt hat, nicht die einzige Person sind, die hier immer wieder mit Problemen konfrontiert wird. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass wir hier vielleicht wirklich gemeinsam ein Beispiel anschauen. Und hierfür habe ich ein konkretes Beispiel mitgebracht, welches wir jetzt vielleicht einfach gemeinsam im Excel lösen werden. Schauen wir uns hier dieses Beispiel zuerst einmal an. Aufgabenstellung lautet, die finden Sie hier rechts oben auf der Abbildung. Ermitteln Sie folgende Angaben oder für folgende Angaben den Wareneinsatz. Schwund und gegebenenfalls die außerplanmäßige Abschreibung nach dem Identitätspreisverfahren, dem gleitenden und gewogenen Durchschnittspreisverfahren nach FIFO sowie LIFO. Also Sie sehen hier schon, es gibt unterschiedliche Methoden der Vorratsbewertung. Nachdem sich die Fragestellung aber eben hier nur auf das FIFO bezieht, werden wir uns hier im Rahmen dieses Livestreams auch nur mit dem FIFO-Verfahren beschäftigen. Und ergänzend finden Sie hier dann in dieser Angabenstellung darunter eben auch noch einige Zusatzinformationen, die wir benötigen. Und zwar, das sind einerseits einmal die Warenbestände und die Zugänge, die Entnahmen, der Endbestand bzw. der Endbestand laut Inventur. Vielleicht mal zuerst die Fragestellung, wofür steht FIFO? FIFO steht für First In, First Out. Das heißt, alle Waren, welche zuerst eingegangen sind, gehen auch als erster raus. Im Unterschied zu LIFO oder zum gewogenen Durchschnittspreisverfahren. Also FIFO, First In, First Out. Und warum müssen wir das Ganze machen? Im Rahmen der Rechnungslegung bzw. der Buchführung gilt generell die Regelung, dass ja, wir am Ende des Jahres im Rahmen der Abschlussarbeiten überprüfen müssen, wie viel Wert hat dementsprechend unser Vermögen, und dazu gehören eben auch die Vorräte, also diese gehören dementsprechend zum Umlaufvermögen, und hier gilt das sogenannte Niederstwertprinzip. Das bedeutet, wir müssen die Vorräte immer zum geringsten oder zum niederen Wert dementsprechend ansetzen. Und hierfür müssen wir eben dementsprechend ja, zuerst errechnen, mit welchem Wert sind unsere Vorräte überhaupt in der Buchhaltung drinnen. Und starten wir zuerst vielleicht mit dem ersten Schritt. Also als erstes würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir uns hier so eine gewisse Struktur überlegen. Also beginnen würde ich an dieser Stelle immer zuerst, dass man einmal hier einfach das Datum macht, dass man dann ergänzend dazu noch eine Spalte macht Vorgang, dass man dann eben auch noch eine Spalte Menge, eine Spalte Preis und eine Spalte Lagerwert erstellt und dann am Ende eben auch noch eine Spalte WES. Also WES steht in diesem Fall für Wareneinsatz. Und nachdem wir diese Struktur mal grundsätzlich oder diese ja, Art der Welle mal dargestellt haben, müssen wir uns als erstes immer mit dem Bestand beschäftigen. Also hier im konkreten Fall mit diesem linken Teil dieser Zusatzangabe. Schreiben wir hierfür jetzt zuerst einmal einfach ist immer jeweils das Datum her. Anfangsbestand ist im Regelfall immer am 1.1. Das heißt, wir haben hier einmal den 1.1. Am 1.1. haben wir, schreiben wir einfach einmal Anfangsbestand, eine Menge von 100 gehabt. Diese Menge hat den Preis von 1 gehabt und daraus ergibt sich dann 100 mal 1, ergibt dann eben einen Lagerwert von 100. Dann haben wir den nächsten Zukauf wann gehabt?
den ersten Zukauf eigentlich, weil das war ja noch kein Zukauf, sondern das war der Anfangsbestand. Den ersten Zukauf haben wir am 2. Jänner gehabt. Das heißt, wir schreiben hier einfach einmal den 2. Jänner und dann hier als Vorgang den ersten Zukauf. Der erste Zukauf war 400 Stück zu einem Preis von 2 Euro. Und wenn wir 400 mal 2 multiplizieren, kommen wir auf einen Lagerwert von 800, wenn ich dementsprechend jetzt richtig gerechnet habe. Und dann haben wir noch einen weiteren Zukauf. Diesen weiteren Zukauf haben wir gehabt am 9.7. Punkt vergessen. Am 9.7. haben wir gehabt den zweiten Zukauf mit einer Menge von 300 und einem Preis von 3. Und 300 mal 3 gibt dementsprechend 900. Und dann ergibt sich daraus unser gesamter Lagerbestand. Der gesamte Lagerbestand wäre dann wie hoch? Der gesamte Lagerbestand wäre dann 400 und 300 und 100, ergibt dann in Summe 800, genau. Und der Lagerwert, auch hier wird dann einfach wieder die Summe gebildet, also 900 plus 800 plus 100 ergibt dann in Summe eben 1800 Euro. Das wäre mal so der erste Schritt, den wir hier machen müssen. Als nächstes müssen wir uns dann mit den Entnahmen beschäftigen. Die Entnahmen sehen wir hier dargestellt. Die Entnahmen haben wir einerseits mal, ich schreibe jetzt einfach hier Entnahme 1 mit 100 Stück. Dann haben wir noch gehabt eine Entnahme 2. Und wir haben dann auch noch gehabt eine Entnahme 3. Die Entnahme 2 war mit 400 Stück und die Entnahme 3 war mit 200 Stück. Jetzt ist aber die Frage, welchen Wert nehmen wir oder ziehen wir für diese Entnahmen heran? Das ist ganz relativ einfach. Wir haben ja vorher kennengelernt, FIFO, First In, First Out. Das bedeutet, wir müssen bei den Entnahmen immer den Preis nehmen, welchen wir als Ersten hereinbekommen haben. Das heißt, wir haben 100 rausgenommen. Wie haben wir die ersten 100 Stück reingenommen? Die ersten 100 Stück reingenommen haben wir mit einem Preis von 1. Dementsprechend entnehmen wir hier eben auch wieder mit einem Preis von 1. Und daraus ergibt sich dann eine Entnahme von minus 100 Euro. Das heißt, wenn ich 100 mal 1 ergibt dann dementsprechend minus 100. Die zweite Entnahme war mit 400. Auch hier haben wir wieder, die 100 haben wir bereits zur Gänze verbraucht. Das heißt, die 400 Entnahme haben wir dann mit den 2. Dementsprechend haben wir hier dann die 400 zum Preis von 2 und daraus ergibt sich dann eine Entnahme von 800. Und zu guter Letzt haben wir dann noch 200. Die 100 sind bereits verbraucht. Die 400 sind bereits verbraucht. Dementsprechend müssen wir die 300 bewerten bzw. rausnehmen mit einem Preis von 3. Und dementsprechend ergibt sich dann eben eine Entnahme von minus 600 Euro. Und wenn wir das Ganze dann hier jetzt einfach wieder summieren, dann ergibt sich hieraus ein Wareneinsatz. Wie hoch ist der Wareneinsatz? Der Wareneinsatz ist also alles, was verbraucht worden ist. Das sind die minus 100, die minus 800 und die minus 600. Und wenn wir das Ganze dann summieren, ermitteln wir hier sozusagen den Wareneinsatz. Das heißt, unser Wareneinsatz in diesem konkreten Beispiel ist bei 1.500 und also 1.500 Euro. Und wenn wir hier bis dorthin gehen, ist eigentlich klar, okay, wir haben jetzt einmal die Einnahmen bewertet und wir haben hier jetzt einmal die Ausgaben bewertet.
Und wenn wir uns dann hier den Lagerstand in Summe dann anschauen, dann haben wir einen Lagerbestand von 800 minus 100 minus 400 minus 200. Dementsprechend ergibt sich dann, das stimmt jetzt nicht ganz, da hat es was nicht genommen, das ergibt dann, so, tun wir die Formel weg, oder tun wir einfach plus die 800, daraus ergibt sich dann jetzt ein Lagerbestand von 100. Und wenn wir dann schauen, wie hoch der Lagerbestand noch ist, zu welchem Wert ist dieser Lagerstand bewertet? Dieser Lagerstand ist bewertet mit 3, weil wir sehen hier ja, die 100 haben wir schon verbraucht, die 400 haben wir verbraucht und die 300 haben wir nicht zur Gänze verbraucht, sondern die haben wir nur für 200 verbraucht. Dementsprechend haben wir hier einen Lagerbestand dann von 100 mal 3. Das heißt, wir haben einen Lagerbestand von 300 in diesem Fall jetzt. So, jetzt haben wir mal hier eben diesen Lagerbestand dargestellt von 300. Und wenn wir hier eben sagen, das ist dann sozusagen unser Soll-Lagerbestand bzw. unser Soll-Endbestand. Und jetzt wissen wir aber noch, wir haben einen Endbestand laut Inventur, also Lagerbestand laut Inventur. Der wäre mit 90 und ebenfalls, also das heißt, wenn wir einen Lagerbestand haben auf Basis des Warensystems zum Beispiel von 100 und dann laut Inventur nur mehr von 90, das heißt, es fehlen uns irgendwo 10 Stück. Das heißt, wir haben hier einen Schwund, welchen wir noch berücksichtigen müssen, in Höhe von 10. Und auch hier müssen wir wieder überlegen, was ist noch über. Wir wissen, wir haben hier noch 300 zu 3 über. Dementsprechend müssen wir diese eben auch mit 3 bewerten. Und daraus ergibt sich dann eben ein Schwund von 30 Euro. Und wenn wir das dann weiterrechnen, ergibt sich dann ein Lagerbestand von Inventur von 270. Das heißt, wir haben hier einen Lagerbestand laut Inventur mit 3. Und hier habe ich einen Tippfehler, sehe ich gerade, den korrigieren wir gerade schnell. Zukauf, genau, also ein Lagerbestand laut Inventur von 270. Und das wäre jetzt grundsätzlich auch das, so wie wir es in unserer Buchhaltung jetzt drinnen haben. Allerdings ist jedoch so, dass hier eben dann, ja, was zum Tragen kommt, wir haben ja vorher eingangs kurz erwähnt, dass es dieses sogenannte Niederstwertprinzip gibt. Und jetzt haben wir hier in dieser Angabe eben auch noch stehen und müssen wir auch in der Praxis am 31. Dezember dann schauen, im Rahmen der Abschlussarbeiten, wie ist der aktuelle Marktpreis? Der aktuelle Marktpreis ist hier 2 Euro. Und wir haben unsere Waren allerdings bewertet mit 3 Euro. Das heißt, wir sind hier nicht nach dem Niederstwertprinzip, sondern wir haben hier einen zu hohen Wert drinnen. Das heißt, wir müssen hier eine Korrektur vornehmen von 3 auf 2 Euro. Und dementsprechend müssen wir hier dann eben eine Abwertung berücksichtigen. Die Abwertung muss erfolgen für alle Stück, die wir noch im Bestand haben. Und diese Stück sind in Summe dann 90 Stück. Und bewerten müssen wir jedoch mit dem Preis von 2 Euro. Das heißt, mit 2 Euro. Das heißt, wir müssen abwerten um 1 Euro. Daraus ergibt sich dann eben eine Abwertung von 90 mal 1, ergibt 90 und einen Lagerbestand nach Marktpreis von 90 mal 2 ergibt dann dementsprechend einen Wertansatz von
180 Euro. Das heißt, wir müssen hier am Jahresende wirklich eine Abschreibung vornehmen, also eine Abwertung vornehmen der Vorräte, welche wir drinnen haben. Ja, so viel im Großen und Ganzen mal zum FIFO-Verfahren. Vielleicht abschließend noch ganz kurz eine Anmerkung. Wenn der Marktpreis hier 4 wäre und nicht 2 an dieser Stelle, dann müssten Sie keine Abwertung vornehmen, beziehungsweise dann dürfen Sie auch keine Zuschreibung vornehmen. Das heißt, der Wertansatz würde bei den 3 Euro bleiben. Also wichtig ist immer, wenn der Marktpreis niedriger ist wie der Lagerbestand laut Inventur, dann abwerten und ansonsten bitte diesen Preis verwenden. Also nie zuschreiben, also nie einen höheren Wert verwenden. Das würde gegen das Niederstwertprinzip sprechen und das dürfen wir nur bei Schulden tun. Also hier greift dann nicht das Niederstwertprinzip bei Schulden, sondern das Höchstwertprinzip. Ja, und somit sind wir dann jetzt auch schon am Ende dieses FIFO-Beispiels angekommen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal ganz kurz der Hinweis zu unserem Nachhilfeangebot. Also wenn Sie auch Probleme haben mit solchen Übungsaufgaben, können Sie diese gerne hier eben auch für diesen Livestream einmelden, dann können wir diese Aufgaben gerne gemeinsam lösen oder Sie buchen eben eine unserer Online-Nachhilfestunden oder Prüfungsvorbereitungen. Auf der Webseite finden Sie einerseits die Möglichkeit, Einzelstunden zu buchen und andererseits haben Sie aber auch die Möglichkeit, einen 10er-Block zu buchen zu wirklich sehr, sehr fairen Preisen. Ja, super. Danke, Daniel, wieder. Bitte. Auch hierzu können Sie wieder gerne Fragen und generelle Anmerkungen kommentieren.